Problem. Lässt mich schön in Ruhe. Also was hatten wir eben? Strom hatten wir eben, ne? Gut, dann haben wir das Ding da. Oder auch nicht, weil uns das B wieder testen will. Aua, komm mal ab, ey, Scheiße. Das ist okay, dann machen wir das mal so. Nein, ich bin tot. Oh Gott. Ich nehme erstmal das da. Das fressen. Gott. So. Zack. Und ja. Kann man da mal hinschwimmen? Nee, das ist zu schnell. Das haut ab. Okay, scheiß auf den Stromschlag. Die ziehen eh nicht so viel ab. Ja, man kann unter Wasser Stromschlag austeilen. Das ist so. Da ist ein Ding. Da ist ein Ding. Ich will das haben. Da komplettiert und schalte alle Teile der Zellphase frei. Genau das wollte ich haben. Ja, man kann halt hier auch so Erfolge freischalten. Und wow. Ja, wie gesagt. Erfolge freischalten. Kriegt man dann angezeigt. Und ja, gehen wir da hoch. So. Zack. Alles klar. Gucken wir uns jetzt gleich noch ein Teil dran. Und ich werde, glaube ich, den Strom oder das Leaf nehmen. Ich werde den Strom nehmen. Weil der Strom ist ziemlich cool. Das hat man da gesehen. Dann hat man quasi so ein Schutzschild und wer dann da reingeht, der kriegt einen geblitzt sozusagen. Also, ja. Dann kommt so. Zack, zack. Da, zack. Jo, wir sind wieder gewachsen, das geht jetzt ziemlich schnell. Okay, wir brauchen noch zwei DNA-Punkte für die Dings. Da geht's gerade ziemlich ab. Autsch. Ja, das hat man gesehen. Da geht es gerade ziemlich ab. Und ja. Wir sollen auch mal zwei DNA-Punkte. Kann man das nicht essen? Nö, aber die Kleinen kann man nicht essen, die Viecher da. Oh, ich krieg dich sowieso, also was willst du denn noch? Ja, jetzt krieg ich ihn. Dann haben wir noch gezögert. Okay, die sind ziemlich schnell, aber die hatten 7 Düsen oder was? Und diese Viecher können einen ziemlich nerven hier. Ja, sieht man hier oben, wenn man da aufblickt auf das Vieh, dann man hat angezeigt, wie das aussieht und was es kann. Und ich habe es gerade getötet, ohne ein Ding zu machen, einen Anschlag. Okay, paaren wir uns nochmal. Okay. Gut, dann. Ich bin natürlich das Weibchen, ist doch klar. Okay, so, ja. Ja, wie gesagt, wir haben alle Teile. Und das Gift, Gift spucken. Stromschläge. Ich nehme die Stromschläge. Ziemlich cool. Dann ist unsere Zelle auch schon ziemlich vollgepackt. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Also die waren ein bisschen größer, nur nicht so groß. Machen wir es mal so. So sieht das immer doch ganz okay aus. Alles klar. Weiter. Und ich hätte jetzt eigentlich mal gucken können, aber ich mache das hier jetzt. Wie wir denn aussehen. Also wir sind noch alles Fresser, das ist gut, aber wir müssen allerdings... Hier sieht man jetzt diesen Schutzschild da. Wir müssen allerdings noch ein bisschen Fleisch spitzen, damit wir genau in der Mitte sind. So, komm her. Zack. Und da ist ein geblitzt bekommen. Und du bist tot. Das ist sehr gut. So, das ist gewachsen. Ja, oh fuck. Da hat uns gerade einer ausgelutscht. Ja, alles klar. Ja, komm her, komm her. Komm bloß her. Ruhig her. Ey, Pisser. Ich krieg dich noch. So. Aber das ist halt das Glück, wenn man die mit... Na doch, okay. Das meine ich. Die spawnen immer um einen rum. So, zack. Man kann die halt immer so blitzen und dann... Also blitzdingsen. Nee. So abblitzen und dann fressen. Das ist ziemlich cool.
Modul, den Strom. Und ja, das ist ein weiter Fleisch hier, wenn es die Leiste gleich voll ist. Und die ist auch gleich voll. Na, komm jetzt hier. So. Zack, zack. Oha. Da ist ein großer Lutscher. Der geht mir dazu auf den Piss. So. Ja, und wir haben es geschafft. Also wir kriegen. Wir haben ein Mini-Gehirn bekommen. Oha. Glückwunsch, du bist auf dem besten Wege, ein Bewusstsein zu entwickeln. Oh mein Gott, das Bewusstsein. Folglich auch ein Gewissen und das Gewissen gibt nur Probleme. Okay, Glückwunsch. Beim Schwimmen im Schlamm kann dir keiner das Wasser reichen. Wenn du bereit bist, die große, weite Welt zu erobern, klicke auf Weiterentwicklung. Entwickle Beine und Gehirn. Natürlich. Das machen wir doch und wir sind alles besser geblieben. Das finde ich schon mal sehr schön. Sozusagen. Da, Geschichte. Die Zeitachse zeigt dir die Geschichte deiner Aktionen in der Zellphase an. Du hast Wesenszüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Ja, und da sieht man halt hier, wir waren erst Pflanzenfresser und dann sind wir halt jetzt hier. Haben zum Glück relativ viel Fleisch gegessen dann wieder und sind jetzt Allesfresser. Wir kriegen jetzt Hilfe der Herde in der Kreaturenphase. Das ist ziemlich cool. Das erkläre ich euch aber im nächsten Part, weil ich mache jetzt gleich mal einen Schnitt. Und ja, ich mache jede Phase, nach jeder Phase mache ich einen Schnitt. Es gibt 5 Phasen. Und ja, dann können wir uns jetzt hier natürlich Beine dran machen. Genau. Für die Kreaturenphase. Aber man kann es ja auch so ohne Beine, dann schwimmt es so auf dem Boden. Aber das will ich nicht. Ich mache jetzt erstmal hier alles wieder weg. Weil, ja, das ist nicht menschlich. Weil die Menschen, die sind so gelesen. Erstmal ein bisschen aufrecht, weil soll ja ein bisschen evolutionsmäßig rüberkommen. Und ja, dann mache ich das mal. Wir bleiben erstmal so klein, weil wie gesagt, soll ja nicht direkt so aussehen. Mach die Beine mal ein bisschen breiter. So. Okay, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen schon mal. Silhouette von einem Kopf. Okay, das Perlenauge. Ja, komm, machen wir das mal so. Machen wir die ein bisschen kleiner. Aber jetzt kann man hier auch überall die Größe bestellen. Sauggröße. Okay, das ist alles besser. Das nehme ich, weil sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber alles klar. So. Sieht ja aus wie Pinocchio. Nee. Gut, das war eigentlich schon alles. Aber wir haben noch jede Menge DNA. Springen Stufe 1. Ja, das mache ich jetzt mal. Und zwar werde ich das so als eine kleine Haare machen. Das sieht doch witzig aus, oder? Sieht doch echt lustig aus. Ein bisschen auseinander. Ja, das geht halt nicht. Das sieht doch echt lustig aus. Das war kleiner. Alles kleiner, habe ich gesagt. So. Okay. Gut, was gibt es denn hier noch? Rammen. Ja, den Stachel werde ich mir so als kleine Brüste sozusagen machen. So, definitiv kleiner. Machen wir jetzt erstmal so.
Und ja, ihr seht ja hier die Fähigkeiten. Die wir haben werden rechts. Also wir verwendet einen Ruf, den anderen immer. Springen, Seeverwirbeln, Kampf, Kämpfen, Beißen und Rammen. Und hier sehen, das ist für Bezaubern, für Verbinden, Anfreunden und halt Schnelligkeit. Und die Schnelligkeit muss auf jeden Fall noch erhöht werden. Da werde ich mir jetzt alle intern, das sieht komisch aus, nur mit den Beinen. Moment mal. Ganz kurz. So. Ja, so ist besser. Wenn ich jetzt hier an den Hintern so eine Düse klatsche. Alter. Viel kleiner. So. Aber nun noch ein bisschen größer, damit man das nicht so. Damit man später noch abmachen kann. Okay, jetzt haben wir noch 25. Flakel. Ah ja, genau, Schleichenstufe 1, die kann man dann so als so Arme machen. Als so vorzeitliche Arme. Das sieht ziemlich witzig aus. Moment mal, das mal ein bisschen so. Ja, das sieht doch gut aus. Ein bisschen größer. Ja, das sieht doch witzig aus, oder? Das ist doch süß. Das ist doch echt süß. Okay, dann glaube ich ab. Hier gibt es doch bestimmt irgendwie so eine Menschenhaut, oder? Ja, ich habe halt auch das Pack galaktische Abenteuer. Und normalerweise kriegt man dann hier noch was zusätzlich, aber das ist wahrscheinlich erst in der Kreaturenphase. Ja, schauen wir mal, wie ich das Viech dann bemalen. Ah ne, das ist nur Gesamtstil. Ne, das finde ich nicht im Detailstil. Und man sieht das halt noch relativ komisch aus. Was ist das hier? Sieht das nicht aus? Das sieht schon relativ gut aus, aber ich mache noch das. Weiß. Aber so kann man es doch lassen. So kann man es doch lassen, nur nicht in Weiß. Weiß es doch. Wenn wir mal das Orange hier haben. Schauen wir mal. Joa, doch. Doch, das kann man erstmal so lassen. Das ist ja unsere erste Kreatur. Oh, wie süß. Okay. Gut. Dann können wir uns hier noch so Schnecken aufmachen. Sieht das so aus? Nee, Quatsch. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Das sind die Pickups. Gehen wir mal weiter. Ja. Wir schwimmen jetzt aus der Ursuppe an Land. Und wir sehen den Ladebildschirm von der Kreaturenphase. Hier oben steht dann immer so was Komisches wie Vektoren zur Neukombinierung entwickeln oder Datenarchetypen. Blablabla. Genau, was ist das? Oh, das sieht süß aus. Und das auch. Okay, jetzt kommt die Cutscene. Und wir machen ziemlich süße Geräusche. Und wir gehen an Land. Oh, ist das putzig. Ist das nicht süß? Wow, und wir haben eine ziemlich gute Gegend erwischt, weil wir sind direkt am Wasser. Das wird später noch sehr wichtig sein. Aber jetzt erstmal das. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Das Evolutionswettrennen hat begonnen. Wieder jede Menge lesen. Du bist nun eine Kreatur. Sehr charmant. Also ehrlich. Naja, umgeben von deinen Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die andere Spezies auf diesem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Neue DNA bringt deine Fortschrittsanzeige voran. Sehen wir es uns mal an. Ja, Fortschrittsanzeige kennt man ja schon. Ziele habe ich auch schon erklärt. Oben links, da steht dann also über die Mission, die man machen muss. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Mit unseren
nachkommenden Babys, ja, mit unseren Babys. Und da hat gerade eben wieder einer ein Baby gelegt, genau, ein Ei. Und jetzt haben wir halt hier unten die Fortschrittsanzeige, die sind immer so Gehirne. Dann erreichen wir, wenn wir bis hierhin voll sind, dann erreichen wir die nächste Evolutionsstufe. Und ja, man muss halt immer DNA sammeln, um weiterzukommen. Also entweder jagen oder anfreunden und der singt. Okay. Entweder jagen oder anfreunden, um DNA zu bekommen. Und es ist schon ein anderer Spielmodus. Das finde ich auch sehr cool als Spore, dass es immer verschiedene Spielmodis gibt. Und hier ist, ja, sozusagen. Und hier ist jetzt unsere Spezialfähigkeit. Ach, guck mal, wie süß, die Augen. Wie süß, die Augen. Ja, und der will gerade was von uns. Wir sind irritiert. Der will was von uns, der will nämlich mit uns pimpern. Aber das machen wir noch nicht, weil wir noch keine neuen Teile haben. Und ja, hier unten sieht man halt unsere Fähigkeit jetzt, Hilfe der Herde. Das zeige ich euch später, wenn es wichtig wird. Und ja, hier halt sprinten, schleichen, verbündeten Ruf und springen. Springen, Leertaste. Man kann springen. Das ist mal gut. Und ja. Die neuen Körperteile, die sind hier in so Skeletten, aber wir haben jetzt gerade keins. Das ist ziemlich scheiße, wie ich finde. Und ja, sieht doch recht nett hier aus, ne? Und ja, jetzt hör doch mal auf, wie geil bist du denn? Und ja, jetzt hätte ich eigentlich alles erklärt, aber ich mache jetzt hier mal einen Schnitt, weil, ja... Ich muss das richtig das schneiden und relativ schnell hochladen. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und er setzt sich hin, okay. Meine Kreatur sagt euch jetzt mal tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Spore. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.